Wir spielen mit den Babyloniern, wir spielen mit Civilization 6, wir spielen live auf Twitch, nachher auch auf YouTube die Aufzeichnung. Und ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, glaube und bibbere danach, dass wir einen Sieg holen werden, einen Forschungssieg innerhalb der nächsten Stunden. Das Ganze ist wieder eine neue Mini-Aufzeichnungsstaffel, halt auf Twitch, live am 18. Februar aufgenommen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich kann es nicht versprechen, aber es ist der Wunsch, den ich habe, dass wir es heute packen, dass wir heute bis zum Forschungssieg kommen. Ob das klappt, ist nicht ganz in Stein gemeißelt, weil wir sind beim Forschungssieg zwar in der vorletzten Etappe, wir müssen hier in der süßen Hoffnung nur noch den Exoplaneten-Expeditionsstart durchführen. Problem ist, wenn der abgeschlossen ist, dann sind wir unterwegs Richtung in ein fremdes Sonnensystem, wo wir einen Planeten finden wollen, den wir kolonisieren können. Der Weg dorthin dauert allerdings. Wir fliegen und fliegen und fliegen und fliegen, standardmäßig so 50 Runden lang. Das können wir beschleunigen durch zwei verschiedene Forschungsprojekte. Die müssen wir noch aufdecken, dass man die überhaupt machen kann. Diese beiden, die heißen Lagrange Laserstation und terrestrische Laserstation. Die müssen wir noch finden in der Forschung. Und dann können wir diese Hilfsprojekte durchführen, wiederkehrend durchführen in Städten mit Raumhäfen. Und dann können wir das Ganze beschleunigen. Und wir können das Ganze auch damit beschleunigen. Außerdem noch, dass wir vielleicht Handwerker nehmen und die opfern. Für die ganze Aktion braucht man auch Aluminium und zwar ziemlich viel. Wir haben viel, aber ist auch die Frage, ob das reicht. Aber wir geben mal alles. Ein Problemchen haben wir mittlerweile von der Backe. Dr. Perversikles, der Anführer der Griechen, ist Geschichte. Ich finde ihn gar nicht mehr. In der Auflistung unserer Feinde oben, seine Städte gehören alle uns, ob Pergamon, ob Sparta oder Olympia, Knossos, Rhodos, Mykene, Athen oder Korinth, alle gehören uns. Und ich weiß das jetzt im Chat. Liebe Grüße an alle Live-Leute. Reihenweise die Wünsche reinkommen, die Städte doch jetzt endlich umzubenennen, nachdem wir sie erobert haben und auch behalten können, weil Dr. Perversikles, der Anführer der Griechen, weg vom Fenster ist. Und jetzt können wir das auch machen. Wir müssen jetzt nicht zwingend alle umbenennen, aber das eine, die ein oder andere Stadt, die kann man durchaus umbenennen. Und wenn aus Korinth in bester Bullenmanier Korinth wird, dann haben wir, finde ich, überhaupt nichts falsch gemacht. Als Beispiel, als ein Beispiel von vielen. Dr. Perversikles ist weg, das ist schön, drei bleiben übrig, das sind noch im Spiel sind Zondok, die Anführer der Koreaner, im Spiel ist noch Gandhi, der alte Inder, Schätzchen, so nennen wir ihn ja gerne, und Tomyris, die Anführerin des Kythen, die sind alle noch im Spiel, die Sumer sind weg, die Sumerer und auch die Griechen, und das sind unsere Nachbarn im Norden, im Westen und im Osten. Mit dabei ist Matze Manix, hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Du bist ein bisschen skeptisch, dass es klappt. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es klappt. Die Frage ist ja, wann es klappt, weil wir noch einen sehr weiten Weg haben, bis wir bei dem Exoplaneten angekommen sind. Wir versuchen es mal. Wir haben hier drei Raumstationen nebeneinander. Die Frage ist, bei den Raumhäfen brauchen wir wirklich drei? Denn wir haben hier den produktionsstärksten Raumhafen, der ist in hängende... Pardon, das sind die hängenden Rampen von Babylon. Das ist der Gesamtkomplex, so haben wir ihn getauft. Die produktionsreichste Stadt ist Süße Hoffnung. Und da ist auch dieser Super Deluxe Raumhafen, Produktion 136.3. Dann haben wir hier in diesem Dreieck der Forschung noch Babylon. Babylon 123 Produktionen pro Runde, das ist der Raumhafen hier. Und der etwas kleinere in der Mitte hier, der gehört zur bitteren Wahrheit. Dort liegt die Produktion nur bei 59. Und wenn wir diese Exoplaneten-Expedition durchgeführt haben, dann ist die Frage, ob wir danach dann wirklich drei Raumhäfen danach noch brauchen oder nur zwei. Matze, magst du mal laut vorrechnen und dich reindenken für uns? Also wir werden auf jeden Fall drei Raumhäfen gut nutzen können. Es gibt ja zwei verschiedene Projekte, die wir noch freischalten können, mit denen wir jeweils unsere Reise um ein Lichtjahr pro Runde beschleunigen können. Insgesamt 50 Lichtjahre müssen wir überbrücken bis zum Exoplaneten, bis wir dort ankommen. Und mit diesen Projekten, die kann ich tatsächlich parallel in verschiedenen Raumhäfen einstellen. Die können parallel laufen und werden auch dann, wenn sie abgeschlossen sind, parallel ihre Boni bringen. Mhm. Das heißt, wir hätten sogar noch mehr Raumhäfen bauen können als die drei, unter der Voraussetzung, dass wir zentnerweise und unlimitierte Alu hätten, denn ich glaube, Aluminium braucht man dafür auch, ne? Ja, man braucht Aluminium oder man erhöht halt die Energieproduktion der Stadt signifikant. Wenn wir jetzt mit Energie nicht so die große Schwierigkeit haben, weil wir vielleicht auch viele strategische Ressourcen haben und ich sehe, das haben wir mit über 200,
dann ist das nicht so die Herausforderung. Wäre es dann nicht sinnvoll, wir haben ja noch Herkules im Spiel, wenn wir uns, der ist glaube ich noch da, wenn wir uns den mal schnappen oder ist er aufgelöst? Mal gucken, wo wir ihn haben. Oder ist er mittlerweile Fujikato? Den müssten wir hier unten stehen haben. Wenn wir eventuell doch noch den einen oder anderen Raumhafen beschleunigen und von ihm automatisch bauen lassen. Wo ist er denn? Oder hat er sich schon aufgelöst? Wir gehen einmal gucken. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf YouTube, liebe Grüße an die YouTube-Zuschauer, da wundert man sich jetzt, das hat der WB doch gestern noch eben noch erzählt. Ich habe da eben ein Video geguckt, da war zu sehen, ob Herkules da war oder nicht. Jetzt weiß der das nicht. Weiß der nicht, was der vor 10 Minuten erzählt hat? Dazwischen liegen viele Tage gerade bei der Aufzeichnung. Herkules ist da. Jetzt müssen wir ihn nur finden. Wo ist er denn? Da ist er. Ah, hier ist er in Pergamon. Er hatte sich um die Eroberung gekümmert. Er lebt nur 28 Runden. Wir ziehen ihn einmal hier rein und wir beamen ihn, können jetzt beamen in die Stadt, wo er gebraucht wird. Sollten wir nicht noch einen Raumhafen bauen? Und zwar dort in der Stadt, wo wir haufenweise erstens Produktion haben und zweitens Energie satt. Macht so mal nix. Und nach Möglichkeit auch in der Nähe von dort, wo wir auch die Handwerker gut bekommen können, weil wir ja die Royal Society haben, mit denen wir dann solche Stadtprojekte auch super beschleunigen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wenn wir mal den Energiebildschirm uns so angucken, wir haben zum einen, können wir schauen, wo Staudämme sind. Denn dadurch haben wir immer Energie en masse. Weißt du auswendig, wie viel Energie das ist, was wir da brauchen? Das müssten wir tatsächlich einmal nachschauen bei der, ich glaube, das ist die Lagrange. Laserstation oder die irdische Laserstation. Eine von beiden wird es sein als Projekt. Da ist die. Brauchte 30 Alu. Und mehr steht da leider nicht. Dann ist es die andere Laserstation. Dann ist es die irdische Laserstation. So, und die braucht, solange Energie da ist, erhöht sich der Energiebedarf um 5. Das ist doch kein Problem. 5 haben wir doch locker. Wir haben doch haufenweise Solarparks und alles Mögliche. Wir können hier alles zupflastern mit Raumhäfen. Wir haben so gut, wir haben einen Hügel. Also das sollte eigentlich gar kein Ding sein. Hier zum Beispiel, hier wird ein bisschen Ressourcen verbraucht. Ja, mal 7. Guckt mal, war da was alleine hier schon? Ja, wir haben so gut vorgesorgt, speziell für den Wissenschaftssieg, alles an Energie hier richtig gepowert. Das wird uns das jetzt sehr vereinfachen. Also wir können hier haufenweise noch überall Solarparks hinsetzen. War da was hat eine Produktion von 92. Das heißt, hat eine hohe Eigenproduktion von diesen Projekten. Hier einen Raumhafen hingesetzt. Wir warten mal ab. Wir beamen den einmal schon mal rüber nach Vardavas und dann gucken wir weiter. Wie teuer, wie schnell ging das denn, wenn wir den hier bauen würden, regulär, den Raumhafen? 20 Runden. Nee, den müssen wir schon mit Herkules beschleunigen. Der kann das noch zweimal machen. Dann schnappen wir uns einmal hier Herkules und wir beamen ihn einmal rüber schon mal nach Vardavas. Wir müssen allerdings die Einheit hier einmal rausziehen. Dann brauchen wir hier oben auch Handwerker. Den hier zum Beispiel, der da oben noch ein paar Energiequellen hinsetzt. Der rennt schon mal rauf. Wir haben auch genug Geld, um Handwerker hier, weil hier ist in einer Runde entsteht ein Handwerker hier. Das reicht aus. Der kann mehrere Dinge dahin bauen, alles gut. Naja, das wäre also eine Möglichkeit. Vardavas hat eine Produktion von 92. Das ist auch wichtig, dass die Produktionen stark sind, oder ist das egal? Das ist auch wichtig, diese Projekte, die sind auch relativ teuer. Dann haben wir hier 88 Produktion in Doktorspiele. Das merken wir uns auch mal. 95 in Wassermarsch. Wassermarsch ist eventuell etwas schwieriger mit der Energie. Aber auch hier ist genug Platz. Wir können hier überall Solarparks hinsetzen. Es ist Fläche da. Also Wassermarsch hat 95.
Ich suche mal die Produktionsstarken raus. 71 in Korinth. Korinth wäre eine Möglichkeit. Korinth hatte 71. In Vardavas war mit 92 am meisten. Dann ist der nächste Raumhafen. Dann setzen wir den hier unter den Wassermarsch hin. Wir können es notfalls Geländefelder holen. Von denen drumherum können auch Sumpf entfernen und auf Grasland dann Solarparks darauf setzen. Das ist gar kein Problem. Und hier entsteht in zwei Runden auch ein Handwerker. Hier machen wir das. Also Wassermarsch wird zum Raum, zur Raumhafenstadt und Vardavas. Alles klar? Dann brauchen wir allerdings, die liegen nicht nebeneinander, auch noch Spione, die die beschützen. Oder wir nehmen doch zwei Städte nebeneinander und setzen die Raumhäfen nebeneinander. Vardavas und setzen einen Spion dazwischen. 92 hier, Uruk hat 75. Achten, wir könnten auch zwischen Uruk und Vardavas zwei Raumhäfen hinsetzen, wenn Platz da ist. Also das mit den Spionen habe ich noch nicht ganz verstanden, weil wir doch mit allen alliiert sind. Die können uns sowieso nicht Ja, dann ist alles gut. Plündern. Ich dachte, also Raumhäfen geht auch nicht. Es geht nichts, wenn man alliiert ist. Ja, dann ist ja alles gar kein Problem. Dann hätte nur Dr. Perversiklis das machen können. Dann setzen wir einen Raumhafen gleich nach Wassermarsch und einen nach Vardavas und alles ist gut. Nächste Produktion hier vorne. Die ISO-Produktion schwacht, es ist vollkommen Schnuppe. Einmal Außenverteidigungsreparatur, falls Barbaren kommen. Die war frisch erobert. Der macht hier ein Nickerchen. Das ist unsere Spätzop-Einheit, die bleibt da. Brauchen wir, haben wir potenziell noch irgendwo einen Feind, irgendwen? Ich glaube nicht. Mit dem können wir runterziehen und noch versuchen, Bonuslaufe aufzudecken. Den ziehen wir hier mal runter. Weil er auch nicht mehr aufgelöst werden kann, sinnvollerweise. Mit dem machen wir das. Panzer bitte reparieren. Rüber nach Milet. Hier gibt es gleich eventuell ein bisschen Ärger mit der Rebellenstadt. Ansonsten ist eigentlich alles gut. Eine Aktion hier möglich. Hier hatten wir, glaube ich, hier führen wir einfach nur Reparaturen durch. Mit dem hier. Die Feldkanone kann hier sich vor, kann die, unser kleines Reich und die neue Grenze vor Milet schützen und den Rebellen dort. Der Doppeldecker ebenfalls. Können wir sogar noch einen Angriff ziehen lassen. Einfach so. Wir können es allerdings auch. Ach komm, wir machen es einmal. Der sammelt wahrscheinlich auch XP und da können wir den eventuell noch einmal upgraden. Ja, hat eine Reihe XP bekommen und kann sich eine Beförderung holen. Das sind die anderen Drohnen, das sind die Artillerien. Alle bitte einmal vor. So, ein Alu-Vorkommen hier. Das holen wir uns sofort. Das können wir gut gebrauchen. Dann haben wir hier einen Versorgungskonvoi. Den könnten wir oben gebrauchen. Das ist der erste. Ein Panzer lassen wir mal hier. Feuer frei auf die Barbaren, bitte. Und versenkt. Und einmal rein und Nickerchen, bitte. Und eine Runde weiter. Plus 300 an Gold, das ist nicht so schlecht. Das ist ganz gut. Also wir hatten schon, haben schon in einem anderen Let's Play bei Vietnam, ist es ein Mehrfaches. Aber wir sind da damit schon mal sehr zufrieden. Wir haben sehr viele sehr teure Einheiten, wir haben sehr viele teure Gebäude gebaut und so weiter.
4 Zeitalterpunkte dazu bekommen. Fesselt diesen Übeltäter an die zerklüfteten Felsen mit starken Ketten, die unzerstörbar sind. Ein Diplomatie-Siegpunkt haben wir ebenfalls erhalten. Gehen hier einmal gucken, lassen alles so, wie es ist. Und schauen uns die nächste kulturelle Forschung an. Es sind nicht mehr viele im Spiel. Und das sind die hier. Das ist eigentlich vollkommen schnuppe. Hauptsache, wir gehen hier hin und gucken mal, was hier ist. Die Gunstbrunnen machen wir zuerst, dann machen wir hier die und dann gucken wir weiter. Wir bekommen eine große Persönlichkeit, Erwin Schrödinger. Brauchen wir nicht. Hilft er uns bei irgendwas? Den können wir einfach lassen auch. Wer weiß, was danach noch kommt. Atomzeitalter, Infozeitalter, ich glaube, das haben wir doch alle schon. Ne? Wir sind im Zukunftszeitalter. Hier gibt es nichts mehr, was wir uns holen müssen. Den überspringe ich mal. Sendezentrum steht. Nächster Schritt. Seehafen, um mehr Gold zu bekommen. Raumhafen auch zu lange. Könnten wir einen Handwerker einstellen, den wir gleich ja dann auch verwenden fürs Auflösen. Stadion gebaut, noch mehr Annehmlichkeiten. Das ist sehr fein. Das ist in bitterer Wahrheit, genau. Und das ist hier, der Raumhafen hier unten. Der wird dann auch gleich irgendwann benötigt. Ein Handwerker hinterhergeschickt. Handwerker hier vor Ort entstanden, so ist schön. Börse noch mehr Geld oder Handwerker, Handwerker, Handwerker einfach. Was wir auch machen können, wir können in die Campus-Projekte reingehen, die uns hier aber nicht angeboten werden, um mehr naturwissenschaftliche Forschung zu bekommen. Riesenrad steht in Herkules. Campus-Forschungsstipendien. Machen wir gleich 2 hintereinander. Oder 3, damit wir weiter in der Forschung kommen. In Buddenauge. Machen wir eine Hochwassersperre und feuern einmal hier drauf, bitte. Und futsch. Könnte nochmal Gesandte schicken. Wir sind nicht überall Suzerän. Hier könnte man den Suzerän-Status holen. Den brauchen wir allerdings nicht zwingend. Und die ganze Gunst verkaufen wir. Ah, es kommt doch an. Es gibt ja auch eine Aktion Matsumanix im Weltkongress, die uns helfen könnte beim Forschungssieg, ne? Gibt es ja nicht irgendwas? Da gibt es auch welches. Ja, man kann so Astronautentrainings zum Beispiel machen. Dann hat man da auch mehr Produktion für diese für diese tatsächlichen Projekte, die wir nachher machen wollen mit den Laserstationen. Das heißt, wir könnten jetzt eine weitere im letzten Stadtstaat auch noch souterrain werden, aber ich lasse es mal sein. Ach, wir machen es, komm, einmal 3 hin und zack. Einfach so, weil wir es können. Wir haben ja auch noch eine Politikkarte drin, die uns mehr Wissenschaft und mehr Kultur gibt, wenn wir mehr Souteräne haben als Stadtstaaten. Deshalb macht das schon Sinn. Das hast du völlig recht. Allein deshalb müssen wir das schon machen. Jetzt gehen wir mal die ganzen Icons rechts durch und stellen fest, dass die im Moment gar nicht so wichtig sind für uns. Heilen alle Orten einmal aus. Und schicken den Kampfflieger rüber zur Grenze nach Milet. Mit dem ziehen wir hier runter und suchen Bonusressourcen. Und hier können wir anfangen jetzt mit den Solarparks beispielsweise. Wir brauchen allerdings noch einen Platz für einen Raumhafen, den können wir schon mal markieren oder auch schon setzen. Gibt es einen wichtigen Platz? Boni kassieren die gar keine, die könnten anderen Boni geben, anderen Bezirken.
Aber wenn ich mich so umgucke, ist es eigentlich vollkommen schnuppe, wo wir den hinstellen. Ist vollkommen egal. Lass uns den einfach unten hinstellen, vielleicht da, wo wir, ja, wo gerade der Handwerker nicht ist, vielleicht links nordwestlich, direkt neben das Weltwunder. Das sieht ja irgendwie cool aus. Da kommt er nachher hin. Dann setzen wir auch hier den Raumhafen auf ein hübsches kleines Feld. Hier, da gibt er noch Nachbarschaftsboni. Dann können wir auf den anderen Feldern anfangen, für mehr Energie zu sorgen, Solarparks erstellen und wir können natürlich woanders auch hingehen und für mehr Produktion sorgen. Da hat die Stadt auch was von. Noch einmal ein Solarpark. Eisenbahnverbindung schließen. Noch mehr Annehmlichkeiten, bitte. So, und die Händler, die haben ja dafür eingesetzt, dass wir unsere zentralen Raumhäfen boosten. Im Augenblick boosten wir süße Hoffnung. Das macht auch gar kein. Das ist auch gar nicht falsch, immer und immer weiter hier zu boosten. Wir können auch beginnen, die anderen Raumhäfen zu boosten. Das geht alles. Das sind die Erträge. Richtung Süße Hoffnung gibt es besonders viel. 5 Produktionspunkte von Süße Hoffnung aus, mittlerweile nicht mehr ganz so viele. Wir könnten einfach einen der Nachbarstädte boosten, also Babylon beispielsweise. Oder wir könnten jetzt schon mal hingehen und oben Varda was boosten und Wassermarsch und so weiter. Guck mal, ob von Varda was aus bereits ein Handelsweg nach Süße Hoffnung führt. Stellen feste das nicht und schicken da mal einen hin. Dann hatten wir hier. So, dann rennen wir mit ihm. Die können wir hier nachher alle opfern. Wir können die Exoplanetengeschichte hier noch boosten, indem wir den Handwerker hier auflösen. Der hatte 7 Aktionen. Jetzt sind in 2 Runden ist der Expeditionsstart jetzt da. Mit dem Kollegen hier vorne. Helfen wir hier schon mal aus. Machen einen weiteren Bürger, packen einen weiteren Bürger nach Wassermarsch hin. 13 Bürger hier. Die werden ihm hier sagen, bitte einmal Sumpf entfernen. Jetzt haben wir hier 14 Bürger, da soll er auch einen Raumhafen hin. Mit dem Handwerker hier. Bleiben wir hier einfach vor Ort stehen und lösen den nachher auf. Der löst sich nachher auch auf. Allerdings erst dann, wenn die Gelegenheit dazu da ist. Er könnte in bitterer Wahrheit für mehr Produktion sorgen. Die Stadt scheint das auch zu gebrauchen, oder nicht? Ein bisschen, ne? Nächste Burg in 20 Runden eigentlich nicht. Gibt es irgendwo einen Sumpf, den man hier entfernen könnte, damit bittere Wahrheit noch mehr Leute dazu bekommt? Ich sehe eigentlich keinen. Dann bleiben wir hier, wo wir sind. Dann halten wir hier wieder Ausschau, ob wir irgendwelche anderen Apostel killen können, um unseren Islam zu verteidigen. Stellen fest, es ist keiner da. Rennen einmal zurück in dieses Gebiet hier. Denn da heilen die Leute einfach schnell aus. Einmal heilen hier, einmal heilen dort. Dafür sorgt Moksha vor Ort. Herkules kann jetzt den Raumhafen beschleunigen. Wo hatten wir ihn hingesetzt, der Raumhafen? Genau hier vorne. Das heißt, die beiden tauschen jetzt die Plätzchen. Und Herkules sagt jetzt: Entstehe, Raumhafen!
Und da ist er. Dann. Noch ein weiterer Handwerker. Einmal raufschicken und für mehr Nahrung oder Produktion sorgen. So, was sollten wir mit dem Kollegen hier machen? Braucht er eigentlich. Können wir gar nicht viel machen. Hier ist Schwemmland, da können wir, glaube ich, höchstens einen Bauernhof draufsetzen. Hier könnten wir zwei Bauernhöfe hinsetzen, hätten wir mehr Wohnraum. Das fällt hier unten und steht automatisch dazu. Wir könnten oben noch eine Mine hinsetzen. Das könnten wir zum Beispiel machen. Einmal hier hin. Einmal Bauernhof, bitte. Hier wollten wir uns Alu dazu holen. Das heißt, wir kaufen uns das Geländefeld dazu hier. Und produzieren nochmal mehr Aluminium als zuvor. Und alles für das große Sieg, Wissenschaftssieg. Für das große Ziel, Wissenschaftssieg. Dafür ist das Ganze gedacht. Einmal Aluminium hier, wurde schon gebaut. Gut, weitermachen. Strom hier. Wird alles aus erneuerbaren Energiequellen gesorgt. Hier ist ein Alu-Vorkommen, das wir uns holen können. Schon wieder ein weiteres. Versorgungskonvoi einmal hier oben hin. Melet fällt mutmaßlich an. An uns. Da gucken wir einfach mal locker zu. Drohne in die Mitte, bitte. Die macht hier auch ein Nickerchen. Das ist die Feldkanone, die darauf wartet, ob ein Feind kommt oder nicht. Und der kann sich jetzt seine Beförderung holen. So, und hier kommen irgendwo Barbaren, die haben wir allerdings schon beseitigt. Alles gut, da könnten wir nochmal hier hingehen und die Politik ändern. Da gibt es allerdings keine Notwendigkeit für. Wir halten mal Ausschau, Zufriedenheit, wie sieht's aus? Alles gut. Eben waren wir, glaube ich, oh, besser als eben. Eben war noch vor Start, vor einer halben Stunde, da war noch eine Stadt unzufrieden. Und jetzt sind alle zufrieden, bisweilen schleicht sich sogar eine glückliche oder begeisterte Stadt rein. Dann checken wir mal noch ganz kurz, ob wir Ressourcen verkaufen könnten für noch mehr Geld, dass wir das lieber dann, dass wir dann umsetzen könnten, in noch mehr Handwerker kaufen oder was auch immer. Aber ich glaube, die besten Erträge bekommen wir, na, wissen wir nicht, vielleicht von keinem von denen. Das ist alles sehr mau hier. Ja, das lohnt sich schon eher. Einmal Elefanten oder Elfenbein verkauft. Färbemittel. Da reicht der Preis nicht aus. Gunst wollen wir behalten, das hatte ich eben erklärt. Der Rest wird nicht verkauft. So, jetzt checken wir das auch einmal bei Gandhi. Ja, das ist okay. Das ist kein sensationeller Preis. Aber den nehmen wir mal mit. Besser als nix. Rest bleibt, wie es ist. Denn die letzte Person, mit der wir handeln werden, ist Tomyrus. Und das sind ihre Sküten. Das ist mir also für 2 Gold pro 30 Runden booste ich
keinen Nachbarn. Das ist selbst unter meiner Würde. Und ich bin nun wirklich ein Pfennigfuchser vor dem Herrn. Oder ein Centstapler oder ein Dagobert Duck. Der Dagobert Duck unter den Ziffspielern. Irgendwas in der Art und Weise. Aber das mache ich nicht. Also zwei Golddublonen für so eine coole Luxusressource, das sehe ich überhaupt nicht ein. Hier entsteht Raumhafen um Raumhafen. Drei haben wir fertig. Zwei weitere entstehen ja noch. Hier rennen wir runter, setzen ja gleich den nächsten noch hin. Die können wir auch schon mal kurz platzieren. Da oben ist er in der Ecke. Das ist doch wirklich sehr schön. Drei stehen, zwei kommen dazu. Wir haben Spione platziert, die wir nicht brauchen. Sind übervorsichtig und rasen dem Weltraumsieg entgegen.